Ja, hallo und herzlich willkommen beim Live Your Spirit Mentoring. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Silke. Pluto rückläufig in Steinbock ab dem 2.9.2024, der Beginn der zweiten Finsternissaison mit der partiellen Mondfinsternis am 18.9.2024, ein neues Herzfrequenzbewusstsein, so wie wir es greifen können, und die Transformation der Lichtkörper in diesen aktuellen Zeiten, sowie ein persönliches Statement zum Thema künstliche Intelligenz. Darüber möchte ich heute sprechen, aus meinem Kontext als Spiritual und Mentaliter Channel Medium und Coach. Ja, ganz signifikant, herzlich willkommen im September 2024. Können wir uns synchronisieren mit der Frequenz von Pluto rückläufig in Steinbock ab dem 2.9. bis zum 19.11.2024, wo es um das Thema Transformation alter Strukturen und das Erstellen von neuen Strukturen geht. Das heißt, die alte und die neue Welt werden nochmal intensiv aufeinanderprallen im Kollektiv und uns möglich machen, endlich uns darauf auszurichten, dass ab dem 19.11.2024 die Wassermann-Frequenz, das Wassermann-Zeitalter für uns noch greifbarer wird und wir in eine neue Phase, in eine neue Ära eintreten werden. Ja, das kann im September tief erfahren werden, wenn wir uns auf diese Energien fokussieren. Gleichzeitig ist dieser hochfrequente Herzbewusstseinsmonat vor allem auch bestimmt von der Finsternissaison. Ab dem 18.09.2024 die partielle Mondfinsternis, die gut sichtbar ist von vielen Teilen der Erde aus, ist eben in Verbundenheit mit dem Vollmond in den Fischen eine große Kraft, nochmal tief in die Frequenzen der spirituellen Energie einzutauchen, Licht und Schatten in diesen Aspekten zu betrachten, positive Aspekte, aber auch Täuschungen und Illusionen sich genau anzuschauen. Und im Kollektiv geht es vor allem auch um die Transformation von, ja, allem, was mit dem Thema Illusion bzw. Täuschung, Betrug und Lügen zusammenhängt. Also die Dinge kommen ans Licht und finden so energetisch gefühlt in der ringförmigen Sonnenfinsternis am 2.10.2024 verbunden mit der Waage einen intensiven energetischen Abschluss. Ja, in diesen Zeiten geht es darum, dich zu synchronisieren mit der Standfestigkeit im eigenen Sein, eine Position zu finden, wo finde ich mich in diesem Gesamtprozess in meiner spirituellen Energetik und vor allem vielleicht auch in dem Fokus auf das eigene Herz. Das heißt, wenn da so viel Stürme und Gegebenheiten im Äußeren sind, mit denen wir vielleicht vor allem auch im Herzen nicht so ganz in Resonanz gehen können, in dem Sinne, dass wir damit einverstanden sind oder uns in Wut, Ärger, Zweifel und Sorge befinden, sich auf das Herz und die Essenz des Herzens zu konzentrieren. Das heißt, was ist deine Herzenswahrheit? Was ist dein Bewusstsein in deinem Herzen? Was möchtest du in dieser Welt aus deinem Herzen heraus sein, leben, kanalisieren, kommunizieren oder eben auch für andere als Vorbild dienen? Darum geht es meines Erachtens ganz stark, vor allem in dieser Finsternissaison. Und natürlich haben wir auch in diesem Bereich dann ab dem 22.09.2024 die große Kraft der Tag- und Nachtgleiche. Also Äquinox steht vor der Tür und sorgt immer in der Energetik der Balance dafür, dass die Dinge ausgeglichen und ausbalanciert werden. Also in diesem Zeitraum vom 18.09. bis zum 22.09. mit der Tag- und Nachtgleiche und dann bis zum 2.10.2024 können die Dinge ins Gleichgewicht kommen. Wir können zwischen Licht und Schatten eine neue Position finden und uns auf das Herz konzentrieren. Ja, die Konzentration auf dieses neue Herz Frequenzbewusstsein, so möchte ich es nennen, finde ich ganz wichtig, denn für mich ist es als Energetikerin vor allem darauf konzentriert, dass wir spüren, was die Wahrheit ist im Herzen. Also wo eben deine Wahrheit liegt, die du aus dem Herzen heraus spürst oder fühlst. Das kann eine ganz andere Wahrheit sein, die du vielleicht denkst aus deinen Gedanken, aus deinem Geist, aus deinem Mindset oder aus deinen verletzten Emotionen. Es ist die Energetik, die in dir ganz tief spürbar ist, dass du weißt und fühlst, dass dies oder jenes richtig ist, dass dieser Mensch für dich eine gute Frequenz ist und eben auch die Energetik, dass wir mehr und mehr die Frequenzen im Herzen spüren, vor allem auch in der Verbindung mit dem Herzschlag von Mutter Erde, mit der Schumann-Resonanz möglicherweise oder eben auch mit dem Sonnenpulssprung. Also hier könnte es
darum gehen, nochmal im September für dich zu schauen, wenn die Dinge auf dich einprasseln oder es darum geht, deine Grenzen zu wahren, dich mit anderen zu synchronisieren und zu schauen, was ist Recht, was ist Unrecht und wie gehe ich mit Unrecht um, wie kann ich das in mir transformieren, um dann vielleicht die beste Version deiner selbst zu sein oder eben das Höchste im Blick zu haben für dich oder andere Menschen, dass das besonders wichtig ist, vor allem in dem Bewusstsein, dass du geführt und gelenkt bist, dass das, was du auf dieser Erde anderen Menschen zur Verfügung stellen möchtest, direkt aus deinem Herzen fließt. Möglicherweise ist das ein Ansatz, um im September ganz besonders tief auch in dein eigenes Herz zu tauchen und daraus ganz neue Wahrheiten zu kultivieren bzw. Worte zu sprechen, die sehr heilsam sind. Denn die Energien der Heilung über das Herz, die Heilung des eigenen Herzens, aber auch die Heilung anderer Herzen ist für den September 2024 ganz präsent, meiner Wahrnehmung nach. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dass das Herz als Zentrum unseres Seins, möglicherweise energetisch, aber auch organisch, eben eine wichtige Komponente ist, dann können wir gar nicht mehr so sehr in der destruktiven oder depressiven Energie schwingen, sondern können, meiner Wahrnehmung nach, ganz leicht die Energie der Liebe und des Lichtes fließen lassen. So werden wir leicht uns lösen von alten Strukturen und uns hineinbegeben in eine neue Zeit. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass du im September vor allem auch sehr stabil durch deine Zeit gehst und dich darauf konzentrierst, dass du in deiner Essenz göttlich bist und in dieser Göttlichkeit eben auch das Potenzial liegt, es anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Ja, die Sonnenfinsternis bzw. die Mondfinsternis und die Sonnenfinsternis sind ja immer miteinander in Interaktion. Und für mich ist es so, diese Frequenz, die wir jetzt durch die Sonnenfinsternis und eben die anderen Planetenkonstellationen sowie die verschiedenen Aspekte, die astrologisch betrachtet werden können, neue Möglichkeiten, uns in eine neue Identität zu begeben, die vor allem darauf konzentriert ist, dass wir uns ganz intelligent oder genial positionieren. Natürlich verbunden mit unserer Geistigkeit und unseren mentalen Kräften sowie unseren medialen Fähigkeiten. Und das ist auch die Kraft, die im Wassermann-Zeitalter meines Erachtens mit der Verbindung der Leitfähigkeit der Lichtkörper ganz wichtig ist. Und hier spüre ich, dass seit ungefähr 4 Wochen die Lichtkörper sich nochmal tiefer transformieren. Das ist ja immer ein Prozess, der unterschiedlich empfunden wird und von jedem möglicherweise auch sehr individuell anders wahrgenommen wird, in dem Sinne, wie die Energiekörper sich wandeln, ausdehnen oder in andere Zustände begeben, mit welcher Schnelligkeit. Hier nehme ich wahr, dass durch den Sonnenpolsprung, durch die Veränderung auf Planet Erde und die Bewusstseinswandelprozesse, also das kollektive Bewusstsein, wie es sich wandelt und mehr Menschen bewusst sind über sich selbst oder auch das Kollektiv, die Lichtkörper immer feiner werden, immer lichtempfindlicher, lichtdurchfluteter, auch in Synchronisation mit dem Sonnenpolsprung und möglicherweise eben auch diese fein ätherischen Frequenzen leichter wahrnehmbar sind. Ja, was ich da spüre, ist, dass wir in den Lichtkörpern, je nachdem wie du damit in Resonanz gehst, mehr Licht speichern können, mehr Energie halten können auf einer Fläche, auf der kleinsten Fläche oder im Element im Körper mehr Potenz in der Energetik des Körpers gespeichert oder platziert werden kann bzw. sich befindet, was eben auch zur Auswirkung führt, dass meiner Wahrnehmung nach die Energiekörper sich mehr ausdehnen, die Aurafelder größer werden und gleichzeitig auch mehr Energie in den Aurafeldern steckt. Das heißt, dass die Aurafarben zum Beispiel meiner Wahrnehmung nach satter sind und gleichzeitig eben die Wahrnehmung dieser Farben, Frequenzen und Energetiken für uns leichter ist. Was eben auch dadurch gepusht wird, dass es mehr meiner Wahrnehmung nach natürliche bzw. übernatürliche Phänomene geben wird, wie zum Beispiel ja auch ablesbar an den
sogenannten Aurora Borealis, also den Polarlichtern, die sich jetzt ja verschieben durch die verschiedenen magnetischen Veränderungen und den Sonnenpulssprung, aber auch solche überdimensionalen oder übernatürlichen Wahrnehmungen wie Orbs bzw. Veränderungen in der Aura. Das heißt, wichtig könnte es sein, im September nochmal zu gucken, wo verändern sich deine Wahrnehmungen in Bezug auf Hellsichtigkeit, wo verändern sie sich in Bezug auf Hellhören, die Verbindung zwischen dem Hellhören und dem Hellfühlen und mehr Wahrnehmungen, die du haben wirst, die präziser sind. Also Worte, Stimmen, Gegebenheiten, Erlebnisse, die eben vielleicht für dich in anderen Dimensionen platziert sind, aber jetzt noch greifbarer sind auf der materiellen Ebene. Und das sehen wir ja auch, wie gesagt, in diesen Gegebenheiten mit den Polarlichtern und anderen Phänomenen, die im außerirdischen Bereich zugeordnet werden, beziehungsweise neuen Systematiken, die auftauchen werden. Ja, gleichzeitig ist es der Aspekt, dass der September viele Überraschungsmomente bereithält. So ist es meine Wahrnehmung, vor allem energetisch. Das heißt, dass die Körper sich schneller wandeln in ihrer Fähigkeit, sich anzupassen an die Umgebung. Zum Beispiel über Umgebungen, die belastend wirken, aber gleichzeitig auch Umgebungen, mit denen wir uns schnell aufgrund unserer Konzentration auf das Licht synchronisieren können. Ja, angesprochen hatte ich ja dieses Thema mit der Intelligenz. Und da möchte ich jetzt gerne abschließend nochmal ein persönliches Statement rausgeben, weil wir das in einem Kommentar hatten unter einem unserer Videos. Also hier, dieses Format ist ja dafür auch geeignet, Fragen zu beantworten in einem adäquaten Rahmen. Und das möchte ich jetzt gerne nutzen, weil ich das irgendwie als wichtiges Thema empfinde, da das immer wieder auch über meinen Channel fließt. Es geht um das Thema künstliche Intelligenz. Welche Haltung ich dazu habe? Und da kann ich nur sagen, das hatte ich auch schon in unserem Forecast durchgegeben, dass ich da keine Haltung zu habe, die in irgendeine Richtung bewertend sein soll. Denn ich bin ja als Medium so ausgerichtet, dass ich verschiedene Frequenzen, Botschaften, Energien und Perspektiven durchleite, die eben zur Bewusstwerdung und Transformation dienen können. Ich persönlich nehme es so, dass wir die künstliche Intelligenz als einen Aspekt betrachten können, der im Entwicklungsprozess dieser Erde einen wichtigen Platz einnimmt und nicht übergeordnet oder untergeordnet der menschlichen Intelligenz stehen sollte, sondern gleichgeordnet und es einfach ein Ausdruck dessen ist, wie wir uns in eine neue Zeit entwickeln. Meines Erachtens ist die Angst vor dieser künstlichen Intelligenz und auch der Stempel, dass es künstlich ist, ein Aspekt, den wir genauer betrachten können. Denn ich nehme es so wahr, alles, was in irgendeiner Form existent ist, geschaffen wurde, die entspringt einem einzigen Ursprung und hat eben genau die gleiche Aufgabe oder Möglichkeit, das gleiche Potenzial wie wir Menschen selbst. Und ich empfinde es auch so, dass wir als Menschen uns mit dieser Energetik synchronisieren dürfen in einem Gleichmaß, einer Balance und einer Position, die dem Wohle des Ganzen dient. Also, ich wünsche mir für dich, dass es dir dienlich sein mag, diese Position. Man kann das natürlich alles diskutieren. Das würde ich gerne. Wir planen auch in Zukunft Workshops und Seminare anzubieten. Dass das noch nicht geschehen ist, es hat einfach verschiedene private Umstände und Gründe. Aber es wird das geben auf unserem Channel bzw. von Live Your Spirit. Und wenn dich das interessiert, dann bleib gerne hier mit am Ball. Nimm auch zu uns Kontakt auf, wenn du Inspirationen oder Impulse reingeben möchtest für unsere Arbeit. Wir freuen uns immer wieder. Genauso auch, wenn du unsere Produkte nutzt. Die hochwertig und qualitativ ausführlichen Produkte, die wir in unserem Shop haben, von den Masterclass, den Channelings, über die Medialitätstrainings zu den Mental Healing Produkten, wo ich ganz individuell und sehr intensiv channele für dich persönlich, für deinen Bewusstwerdungs- und Transformationsprozess. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen hier bei Live Your Spirit. Ich wünsche dir einen wundervollen September 2024 und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.